Angry Birds 2, der Film. Endlich! Die bunten Vögel und grünen Schweine aus dem gleichnamigen Computerspiel sind wieder da. Und diesmal werden aus den ehemaligen Feinden sogar Freunde. Aber das ist nicht die einzige Überraschung im Film. Ich bin neu. Es gibt Neuzugänge. Silver ist neu. Genau. Einer sitzt hier. Es gibt weitere Neuzugänge, gesprochen von der Christiane Paul. Lustiger als der erste. Viel lustiger. Viel, viel, viel lustiger. Denn nur gemeinsam können sie ihre Heimat retten. Adlerdame Zita, die auf einer Eisinsel lebt, hat es nämlich auf das Domizil der Tiere abgesehen. Der fällt halt auf, dass es auf dieser Eisinsel relativ öde ist und relativ kalt. Und das Territorium der Vögel ist halt ein bisschen angenehmer und hat halt ein gewissen Inselflair. Und das versucht sie sich halt unter den Nagel zu beißen. Das schreit nach einem Konflikt. Egozentrik gegen Altruismus. Ja, also wie muss man sich durchsetzen oder muss man sich mit anderen zusammenzutun, um ans Ziel zu kommen? Eine Annäherung, die sich zunächst allerdings alles andere als einfach gestaltet. Doch auch für die prominenten Synchronsprecher war es harte Arbeit, den eigenwilligen Vögeln und Schweinen Leben einzuhauchen. Okay. Ich war 5 Monate, glaube ich, im Synchronstudio für meine Tags. Das hat sich 6 Monate vorbereitet. Sie war ja auch lange im Casting. Ich würde sagen, es ist immer in gewisser Weise eine Herausforderung, denn das englische Original hat natürlich ganz andere Schwerpunkte manchmal auch. Und da muss man im Deutschen dann immer erstmal suchen und eine Entsprechung finden. Und ich finde, die größte Herausforderung ist für mich jedes Mal, so eine animierte Figur zum Leben zu erwecken. Ne? Also, dass ich mir jetzt gleich im Kino, wenn ich mir das angucke, dass ich das mir selber auch glaube, was ich da spreche. Das ist für mich immer eine große, ziemlich große Herausforderung. Fällt mir auch immer schwer. Mir zu kommen. Das höre ich so oft. Keine Sorge, glaubhaft ist das Ergebnis in jedem Fall. Die Promis wurden für ihre Rollen nämlich aus gutem Grund besetzt. Bombe ist relativ gelassen, entspannt. Cool. Ja. Ruhig. Es sei denn, man reizt ihn, dann ist er explosiv. Und das ist so warm eben auch. Finde es heraus. Ich möchte es nicht herausfinden. Ich kann überhaupt nicht singen. Ich arbeite im Musikgeschäft und kann null singen. Und der mächtige Adler zum Glück kann auch nicht singen. Das ist eigentlich das einzig Gute. Also ich wäre wahrscheinlich schwieriger, wenn ich singen könnte und müsste ihn falsch singen lassen. Ah, verstehe. Und haben einige Charaktere schon richtig ins Herz geschlossen. Wie heißen denn diese ganzen kleinen, süßen, weichen Dinger? Die haben alle keine Namen. Aber die sind natürlich besonders zauberhaft. Die will man ja die ganze Zeit an. Mighty Eagle finde ich schon besonders lustig. Also der kommt direkt nach Red. Also im Original fand ich Zeta so Hammer. So eine, das ist so eine Bürste. Die ist so merkst du, die redet immer lustig und kumpelhaft, aber du weißt, wenn du der krumm kommst, dann gibt's aber links und rechts eine. Ich mag das eine kleine grüne Schwein, das hat überhaupt keine Sprechrolle. Der macht immer nur Blödsinn. Der kommt mir, glaube ich, 2-mal im Film vor und der war im ersten Teil schon einmal nur dabei. Achso, das ist ja der dann noch rausgeht, wo du gerade mit Rot auf dem Boden bist. Der sich auf den Po haut, nur hinfällt und so. Den mochte ich wahnsinnig. Ich mag Bombe und Red am liebsten, tatsächlich. Ich liebe die beiden. Wirklich? Also. Und das sage ich nicht nur, weil du neben mir sitzt. Das hab ich in anderen Interviews schon gesagt. Aber auch aus diesen Gründen dürfen wir uns bei der Fortsetzung wieder auf ein äußerst unterhaltsames Abenteuer mit Red und seinen Freunden freuen. Es ist wirklich eine tolle Reise, durch die du gehst als Zuschauer. Du sitzt da und kannst es beobachten. Du musst nicht alles nachvollziehen können, aber du bleibst da dran. Ich finde ihn sehr spannend. Es ist unglaublich viel Liebe zum Detail dabei. Es sind so viele kleine Sachen, über die wir beim Synchronisieren schon gelacht haben, lachen mussten. Und wirklich, wirklich eine wunderbare Geschichte. Ich glaube einfach, jetzt durften sie alles machen und haben auch alles rausgelassen, was vorher vielleicht nicht ging, weil man irgendwie das Spiel noch bedienen musste oder so. Das ist so ein aktueller Slapstick-Film, also mit lauter kleinen Zitaten drin, also popkulturellen Zitaten hier und da. Angry Birds 2, der Film, jetzt im Kino.